So, ich möchte euch jetzt etwas gänzlich anderes vorstellen. Etwas, was verschiedene Namen hat. Ja, also es wird manchmal sehr anders genannt. Was ich euch heute vorstellen möchte, sind eigentlich verschiedene Teile. Das, was unten steht in Klammer, SEM, Strukturgleichungsmodelle auf Deutsch oder Structural Equation Modeling auf Englisch, SEM. Das ist eigentlich so ein wirklich großes Framework von einer quantitativen Analyse. Ja. Da gibt es dann noch so eine Variante davon, die ein bisschen niederschwelliger ist und mit der werden wir uns heute beschäftigen. Das ist die Pfadanalyse oder Path Modeling. Und dieses Path Model, das kann man auf sehr verschiedene Arten auslegen, auf verschiedene Designs, die man sich da basteln kann, das werde ich gleich zeigen. Und eine dieser Varianten sozusagen ist das Cross-Lagged Panel Design. Ja, also nur kurz zur Verortung von verschiedenen Begriffen, die es hier gibt, die alle miteinander zu tun haben, nicht wirklich dasselbe meinen, aber zumindest im Rahmen dieser Präsentation jetzt ja doch teilweise synonym verwendet werden. Es ist ein sehr quantitatives Verfahren, das habe ich schon gesagt, und es werden deswegen auch ein paar Begriffe vorkommen aus der Statistik. Ja? Ich werde probieren, alles gleich on the fly zu erklären. Wenn ich irgendwas mal was vergesse oder ich irgendwie einen Begriff als klar erachte, der für euch nicht klar ist, bitte einfach ein Handzeichen geben, dass ich da ein bisschen nachhaken kann, ja? Ein bisschen mehr erklären kann. Also, Strukturgleichungsmodelle, da geht es darum, dass wir verschiedene Variablen haben, und zwar sogenannte latente Variablen. Latente Variablen bedeutet, dass es um Variablen geht, die ich nicht direkt beobachten kann. Ja, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte Persönlichkeit oder Motivation oder so etwas messen, dann ist das für mich eine latente Variable, weil ich sie ja nicht sehen kann. Was ich dann üblicherweise mache, ist, ich messe das dann trotzdem irgendwie, zum Beispiel über eine Umfrage, und habe dort halt mehrere Fragen, die sich auf dieses Konstrukt beziehen. Also zum Beispiel, ich würde eine ganze Fragenbatterie, mehrere Fragen stellen letztendlich, um eine Variable zu messen. Ja, also einfach, weil es latente Variablen komplexe Konstrukte sind, komplexe Konzepte sind. Und genau, so messe ich mal das Ganze. Ja, zum Beispiel eine Umfrage, das kann eine Beobachtung sein, das kann irgendwas sein, aber typischerweise sind es Umfragen in unserem Feld. Ja. Und aus diesen Daten konstruiere ich mir eben ein Modell. Ja, also ich sage zum Beispiel, die Motivation oder eure Anwesenheit auch hier in der Lehrveranstaltung zum Beispiel, wird sich irgendwie auswirken auf die Note, die ihr bei der Modulprüfung habt. Ja, das könnte so ein ganz simples Modell sein. Anwesenheit hier wäre ein sehr leichtes Konstrukt. Ja, das ist kein latentes Konstrukt, das wäre ein manifestes Konstrukt. Das sehe ich. Ich sehe, ob ihr da seid oder nicht. Aber wenn es eben noch was anderes gibt, wie zum Beispiel Motivation oder mit welcher Aufmerksamkeit seid ihr hier im Raum, das wäre ein latentes Konstrukt. Ja? Und ich möchte eben die verschiedenen Variablen auf verschiedenste Art und Weise miteinander in Beziehung bringen. Hat jemand von euch schon irgend so einen Statistikkurs gehabt, so auf Einsteigerniveau, sage ich mal? Okay, was man dort üblicherweise hört, sind sowas wie, jetzt springe ich schnell mal auf die nächste Folie, sowas wie Korrelation und Regressionen. Ja? Also Korrelation als ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen, wo man keine Richtung unterstellt. Die Häufigkeit von Badeunfällen und der Eiskonsum zum Beispiel. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo es eine starke Korrelation gibt, aber es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Ja? Einfach weil es wahrscheinlich eine dritte Variable gibt, nämlich zum Beispiel eben die Außentemperatur, die letztendlich beide beeinflusst. Ja. Die sind gar nicht so wichtig, Korrelationen, würde ich sagen. Wichtiger sind Regressionen, wo es darum geht, dann wirklich einen gerichteten Zusammenhang zu unterstellen. Bedeutet auch, man hat eine gewisse Theorie. Ja, also wie in dem Beispiel von vorher, ich habe Motivation, ich habe Anwesenheit als Variablen, die zum Beispiel euren Lernerfolg oder euer Prüfungserfolg dann irgendwie kausal beeinflussen. Ja. Und das wird alles normalerweise abgedeckt in einem Statistikkurs, wie ihr ihn auch an diesem Institut habt. Es wird auch wahrscheinlich das sein, was ihr, wenn ihr eine quantitative Bachelorarbeit schreibt, wird es üblicherweise um diese Arten von Methoden gehen. Und was ich heute zeige, ist einfach ein bisschen was Komplexeres. Also wo man nicht nur so einfache Zusammenhänge hat, die von einer Variable in die andere geht, sondern wo die Variablen in komplexeren Mustern einfach miteinander verbunden sind. Gehe ich kurz nochmal zurück, ob ich was Wichtiges vergessen habe.
Ja, nämlich jetzt, was ich noch nicht gesagt habe, ist, was dieses CLPM jetzt eigentlich ist. Das werdet ihr nachher auf der Grafik ist noch besser sehen, aber im Prinzip geht es einfach um diese zwei Begriffe. Das eine ist cross-lagged, das bezieht sich darauf, wie das Modell strukturiert ist. Also wir haben hier Längsschnittdaten, Daten, die eben nicht nur zu einem Zeitpunkt erhoben wurden, und dieses Lag bezieht sich eben, dass es einen Time-Lag zwischen den Messzeitpunkten gab. Ja? Und dieses Cross, das werdet ihr dann schöner noch im Diagramm sehen. Und Panel, das ist einfach eine Art von Daten. Also Panel-Daten sind Längsschnittdaten, wo dieselben Personen immer eine Umfrage beantworten. Ja, das werdet ihr in dem Beispiel dann nochmal konkreter sehen. Ich habe hier noch kurz angeführt, auch wo man das paradigmatisch verorten könnte. Das ist also wirklich sehr postpositivistisch, wo wir quasi davon ausgehen, okay, es gibt eine gewisse Realität da draußen, die objektiv ist, aber wir als Einzelpersonen können sie eben nur imperfekt wahrnehmen, beziehungsweise probabilistisch steht hier auch, also statistisch, ja, die Wahrscheinlichkeit spielt hier eine große Rolle. Also wir können sagen, es ist wahrscheinlich so, die Realität da draußen, aber wir können es eben nicht mit Sicherheit sagen. Ja. So, jetzt sage ich mal hier ein recht abstraktes Beispiel, ein recht abstraktes Modell, wie in so ein CLBM-Model aufgebaut wird. Also ich beginne wie eigentlich immer mit einer Forschungsfrage, oder im quantitativen Bereich finde ich es eigentlich immer ganz gut, ja, die Forschungsfrage so im Hinterkopf zu haben, aber eher mal gleich Hypothesen zu formulieren. Also sowas wie X beeinflusst Y. Ja? Also ihr seht hier, was hier schon drinsteckt, ist auf jeden Fall eine Richtung. Ja, ich frage hier nicht, X und Y hängen irgendwie miteinander zusammen, wenn das andere steigt, dann steigt das andere auch, egal in welche Richtung, sondern es ist wirklich eine Richtung, okay, X kommt zuerst und beeinflusst dann Y. Also auch, also X wäre die unabhängige Variable und Y die abhängige Variable, wenn ihr diese Begriffe schon gehört habt. Ja. Dann erhebe ich mal Daten, beziehungsweise überlege mir überhaupt mal, was muss ich für Daten erheben. Also in meinem Beispiel, ich brauche irgendwas, was X misst, ich brauche irgendwas, was Y misst. Und ich habe schon gesagt, dass das meistens in unserem Feld bedeutet, dass wir machen eine Umfrage. Also Umfragestudien sind, schätze ich, 80%, wenn nicht mehr, von dem ganzen Forschungskorpus, den wir so haben, der quantitativ ist. Ja. Und dann, nachdem es ja, ich habe schon gesagt, es ist eine Längsschnittstudie, habe ich auch mehrere Messzeitpunkte und die muss ich auch definieren. Und vor allem, und das ist eine ganz schwierige Entscheidung, ich muss mir auch überlegen, wie groß sollten diese Abstände sein zwischen den Messzeitpunkten. Ja, wenn ihr euch jetzt vorstellt zum Beispiel, es gibt irgendeine Intervention, ich bringe auch irgendwas bei oder so, ja, irgendeine Technik, mit der ihr besser lernen könnt, keine Ahnung. Ja. Jetzt ist es so, dass ihr das natürlich nicht sofort beherrscht, sondern es wird eine Zeit dauern, bis sich das quasi manifestiert. Und dann gibt es ja auch wieder die Zeit, wo ihr schon was wieder vergesst, ja, wie ich es euch beigebracht habe. Ja. Das heißt, diesen Punkt zu bestimmen, wo findet man einen maximalen Effekt sozusagen oder wo findet man einen nachhaltigen Effekt, das ist nicht leicht, das ist sehr schwierig. Und man macht jetzt so, wenn es gerade um Bildungsinterventionen geht, sind oft so Halbjahresschritte üblich. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung, die man das so pauschal unterstellt, würde ich sagen. Und es ist wirklich schwierig, theoretisch zu fundieren, wie groß diese Abstände sein sollen. Also in diesem Beispiel habe ich jetzt eben diese zwei Variablen, x und y, die mit einer Hypothese miteinander verbunden sind. Und ich habe drei Messzeitpunkte, ja? Abgekürzt mit T1, T2, T3 für Time. Dann erhebe ich eben die Panel-Daten, das heißt, also ich mache meine Umfrage nicht nur einmal, sondern ich mache sie öfter, in unserem Fall dreimal. Dann habe ich eben im Prinzip zwei Variablen zu drei Zeitpunkten erhoben und dann kommt das ins Spiel, was jetzt dieses Cross-Lagged Panel Design ausmacht. Zuerst sage ich mal, es gibt vielleicht sowas wie Korrelationen zwischen den Variablen an sich. Das bedeutet einfach, dass hier wäre einfach die Hypothese, dass der Messzeitpunkt zum Beispiel einen Unterschied macht bei der Messung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Daten hebe und ich bin einfach an diesem Tag nicht gut drauf, ja, dann wird das meine Antworten zu X und auch zu Y beeinflussen. Ja. Das heißt, mit dieser Korrelation schaffe ich es, diese Effekte quasi rauszugeben. Ja, also wenn irgendeine dritte Variable hier wäre, die situationsspezifisch ist, die sich nur auf diesen Tag bezieht, nur auf diesen Erhebungs,
Tag sozusagen, die kann ich so rausfiltern, mehr oder weniger. Dann gibt es sowas wie Autokorrelationen. Da schreibe ich einfach die Variable immer fort. Also wir können uns vorstellen, wenn ich ab jetzt jede Einheit einen kleinen Test bei euch machen würde, so über Forschungsdesigns generell, wäre wahrscheinlich die Idee, dass ihr, also wenn ihr am Anfang gut seid und auch in der zweiten Einheit gut seid, wird es in der dritten Einheit nicht auf einmal ganz schlecht sein. Ja, sondern es schreibt sich ja immer irgendwie fort, weil da ja das Wissen einfach aufbauend ist und so weiter. Das heißt, das ist eine sehr plausible Annahme für die meisten Dinge, weil es eine gewisse Stabilität einfach bedeutet. Ja, also hier bedeutet einfach, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr motiviert bin hier in der Lehrveranstaltung, wenn ich das vorher auch schon war, dann ist das sehr wahrscheinlich einfach. Ja, also schreibt sich fort, ich verändere mich jetzt als Person nicht so grundlegend, dass da was komplett anderes erwartbar wäre. Und dann kommen die Effekte hinzu, die jetzt eigentlich das Modell zumindest den Namen geben, nämlich diese Cross-Lagged-Effekte. Und da seht ihr jetzt eben diese Kreuze, also wenn ihr auf die roten Pfeile nur schaut, das ergibt ein Kreuz, weil einfach quasi X einen Einfluss auf Y hat und Y einen Einfluss auf X hat. Und es ist eben lagged, weil es sich nicht auf dieselbe Zeitperiode bezieht. Ja? Es ist nicht so, dass dieses X hier einen kausalen Einfluss auf dieses Y hat. Ja, das unterstellen wir nicht, sondern wir sagen eben, der Effekt ist erst im nächsten Zeitraum sichtbar. Okay? Und so wird das eigentlich einfach nur weitergespielt. Das könnte jetzt noch ziemlich viel länger weitergehen. Ja, da haben wir eigentlich keine Limitationen. Und das habe ich schon gesagt, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Idealerweise sollten diese Timelags auch halbwegs gleich groß sein. Oder zumindest irgendwie theoretisch fundiert sein, wenn es abweichend ist. So, das war jetzt eben ein sehr abstraktes Beispiel, aber im Prinzip habe ich die verschiedenen Schritte, die man so tun muss, auf recht abstrakter Weise einfach bin ich durchgegangen. Und ich möchte euch jetzt ein Projekt vorstellen, damit das Ganze vielleicht ein bisschen klarer wird noch. Und zwar ein Projekt, das ich mit einem Kollegen in den Niederlanden mittlerweile wieder Niederlande, Simon Bossin, war in Belgien gerade und zwei australischen Kollegen habe ich durchgeführt, die ich allerdings persönlich gar nicht kenne. Und ich glaube, wenn ich so ein Forschungsprojekt vorstelle, dann macht es auch sehr viel Sinn, kurz mal zu sagen, wer was gemacht hat. Ja, und vor allem jetzt, wenn ich aus meiner Person nämlich spreche, damit ihr circa wisst, wo kann ich Auskunft auch geben und worüber nicht. Ja. Also die zwei australischen Kollegen zum Beispiel, die waren eigentlich nur für die Erhebung der Daten zuständig. Und wir sehen, werdet, also zumindest mit der Beschreibung des Samples, das ist wirklich ein Riesendatenset, also das ist schon wirklich eine Vollzeitaufgabe. Simon Bossin hat eben das vor allem das Modell konzipiert und die ganzen Theorieteile dann auch geschrieben eigentlich und ich war eigentlich nur für die Methode zuständig. Ja, wobei das natürlich alle vier Co-Autoren und Autorinnen immer im Publikationsprozess durch Feedbackschleifen und so weiter eingebunden sind. Ja, aber mein Hauptteil war einfach die Methode an sich, also dieses Modell eigentlich zu designen und auszuwerten. Und jetzt noch der inhaltliche Kontext. Der inhaltliche Kontext ist der, dass es extrem hohe Burnout-Rate gibt bei australischen Schuldirektoren und Direktorinnen. Und ich habe diese Zahl jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber ich würde meinen, die Zahl war von Schuldirektorinnen, die ein Alkoholproblem haben, war so um die 50%. Ja? Also wirklich, wirklich ziemlich krasses Problem, praktisches Problem. Und wenn ich Schule hier sage, dann übrigens ist es sowohl Volksschule als auch Sekundarstufe, also Primar- und Sekundarstufe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und wenn man natürlich sagt, jetzt Schuldirektoren einfach als Kopf der Schule sozusagen, ist es klar, wenn es dort am Kopf ein Problem gibt, dann leidet der Körper mit, die ganze Schullandschaft hat dann mit ein Problem. Und eine Möglichkeit, ja, die so generell in der Burnout-Literatur diskutiert wird, um dieses Problem auch in den Griff zu kriegen auf individueller Ebene, ist einfach Unterstützung im Wesentlichen, ja, Social Support auf verschiedensten Ebenen. Also die Idee ist einfach, wenn ein größeres Support-Netzwerk da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Burnout geringer. Ja.
Und da habe ich jetzt nur in der gelben Box nochmal so ein Grundgesamtheit reingeschrieben, ein Wort, das ihr vielleicht schon kennt, ja, also einfach die Population auch genannt, die Menge an Personen, auf die wir einerseits unser Ergebnis übertragen wollen und die auch vielleicht in der Stichprobe dann drin sind. Ja, also in dem Fall wirklich australische Schuldirektorinnen, das wäre sehr spezifisch, aber vielleicht sogar könnte man eben ein bisschen mutiger noch sein und sagen, okay, es betrifft Schuldirektoren, zumindest auch in Bildungssystemen, die dem australischen ähnlich sind oder so. Also ein bisschen weiter kann man es wahrscheinlich fassen als das. Aber ja, australische Schuldirektoren, das wäre die konservative Zugang. Ja, Burnout hier kurz nur definiert. Also Burnout is a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment. Ich werde jetzt nicht wirklich viel mehr dazu sagen. Man hat jetzt zumindest irgendwie eine Vorstellung, hat man von Burnout, auch wenn es da sehr viele Definitionen gibt. Aber was glaube ich, jedem klar ist, und das reicht für die Präsentation hier vollkommen, dass es halt irgendwie ein Problem ist. Ja? Und jetzt auf der anderen Seite quasi, wie kann man Burnout erklären? Welches Modell kann ich darum bauen? Da gibt es eben verschiedene Dinge, die funktionieren können. Und was wir im Artikel eben gewählt haben, ist, dass man so dieses Job-Demands-Resources-Modell hat, wo man quasi schaut, okay, was sind die Anforderungen, die mein Beruf mit sich bringt oder meine Stelle mit sich bringt, und auf der anderen Seite, was sind die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Und Social Support in unserem Fall wäre einfach so eine Ressource, ja, die ich nutzen kann, um so ein bisschen in Balance zu kommen, um damit dann eben mein Risiko für Burnout zu senken im Wesentlichen. Also ein, ja, ich glaube, recht simples Modell. Ich glaube, es ist für jeden halbwegs intuitiv nachvollziehbar, dass das irgendwie funktionieren kann oder dass es ein Faktor sein könnte. Ich glaube, theoretisch haben wir da keine großen Sprünge gemacht, aber das ist auch nicht die Aufgabe von dem hier. Die Aufgabe war einfach, das an diesem Sample zu testen, und das Sample, das ist richtig groß. Ja. Es wurden nämlich eigentlich alle Schuldirektoren und Schuldirektorinnen befragt, und das ist, oder zumindest denen wurden Umfragebögen zugesandt. Und wenn ich jetzt sage Schuldirektorinnen, dann ist das ein bisschen größer, als was ihr jetzt vielleicht denkt. Das ist nicht nur eine Person pro Schule, sondern die haben meistens so Führungsteams in Australien. Also da gibt es dann noch so einen Deputy Principal und was noch, sind die 3-4 Personen, glaube ich, pro Schule, die da in Frage kommen. Geantwortet haben dann letztendlich 3572. Also das ist unsere Stichprobe. Und die Daten wurden eben mittels Umfrage erhoben. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, was ich hier oben geschrieben habe, Angabe zu Tier 1. Es ist natürlich so, dass sich die Stichprobe im Zeitablauf ein bisschen verändert. Einfach weil ein paar Personen ganz rausfallen vielleicht. Ja, die haben zu Tier 1 noch geantwortet, in Tier 2 haben sie plötzlich keine Lust mehr und beantworten das einfach nicht mehr. Es kann zu Veränderungen kommen, also einfach die Schule bekommt ein neues Führungsteam, deswegen es beantwortet vielleicht wirklich eine andere Person und so weiter. Das heißt, es ist hier nur so klarstellen, wir beziehen uns hier auf Tier 1, was diese Angaben betrifft. Und ihr findet im Paper, das auch online ist, findet ihr noch genauere Beschreibungen. Sowas wie das Alter der Direktorinnen, Direktoren und auch der Hintergrund der Schule. Ist das jetzt eine Schule am Land, ist das eine Schule in der Stadt, ist es eine Privatschule und so weiter. Also all diese Sachen, da gibt es Informationen, ja, die habe ich jetzt nur nicht hier auf die Slide gegeben. Und die Frage ist dann, warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, diese Information zu haben? Weil dieser Zugang hier, wenn ich jetzt dieses Star-Schema hier nochmal andenke, einfach sehr stark quantitativ orientiert ist und damit meistens einhergehend auch sehr stark an statistischer Repräsentativität orientiert ist. Ja, also wir wollen, dass wir einfach einen guten Schluss ziehen können von unserer Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Also wäre es gut, wenn es da eine Übereinstimmung gibt. Ja, und das ist in unserem Fall hier sehr, sehr gut. Also die Übereinstimmung, was zum Beispiel betrifft, okay, wie viel Prozent arbeiten in unserer Stichprobe in Privatschulen und wie viel Prozent arbeiten Privatschulen in der Gesamtpopulation. Ja, und anhand solcher Indizes können wir sagen, das passt ganz gut. Ja. Und dann gibt es dieses Wort der Operationalisierung. Kennt das schon jemand? Operationalisierung, kam das mal vor? Okay, bedeutet messbar machen. Ja, da geht es also darum, sich zu überlegen, wenn ich jetzt dieses Konstrukt habe, Burnout, ja, ist eindeutig ein latentes Konstrukt. Ich kann nicht
da in die Reihen schauen und sagen, ah, Burnout, kein Burnout, Burnout. Ja? Ich muss das irgendwie anders erheben. Ja? Also ich brauche manifeste Indikatoren, die ich dazu verwenden kann, um letztendlich auszumachen, ist eine Person im Burnout, ja oder nein? Oder in welchem Ausmaß? Ja? Und das sind eben die hauptsächlichen Variablen, die bei uns vorkommen, Burnout, Stress und Social Support. Wobei Social Support dann noch auf verschiedenen Ebenen gemessen wurde. Also wie viel Support bekomme ich von meinen Kollegen, Kolleginnen, wie viel von meinen Führungskräften, wie viel aus der weiteren Community. Ja. Also da haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie man das messen kann. Da werde ich jetzt auch nicht allzu tief gehen, also ich werde euch jetzt keine konkreten Fragen vorstellen, aber vielleicht ganz kurz nur umreißen, wie man da generell vorgeht, wie ich euch auch empfehlen würde, für die Bachelorarbeit vorzugehen, dass man mal einfach eine Literatursuche macht und schaut, was gibt es denn schon, wie wurde zum Beispiel Burnout früher gemessen. Ja, es gibt sicher schon Studien zu Burnout, wie haben die das gemessen, und wenn man dort im Methodenteil schaut, gibt es dann oft Fragen, die man verwenden kann. Ja? Also bei Burnout ist es auf jeden Fall so, da gibt es den Maslach Burnout Inventory, ein sehr oft verwendetes Instrument, das wir auch in dieser Studie verwendet haben, wo man sich quasi einfach einen ganzen Fragenkatalog mal ausborgt und in die eigene Studie einbaut. Ja, also alles, was wir hier gemessen haben, basiert auf Fragebögen, die schon in anderen Studien verwendet wurden, die dort auch für gut befunden wurde. Ja, also eine gewisse Qualitätsmanagement-Schleife, kann man noch sagen. Dann haben wir uns die Messzeitpunkte definiert, also wir haben sie jetzt hier von 2011 bis 2014. Interessant ist vielleicht noch zu wissen, die Studie läuft noch immer und wir arbeiten noch an anderen, auch an Folgepublikationen, wo wir dann eben von 2011 bis 2018 noch einbeziehen können, wo wir andere Modelle testen können und so weiter. Und es gibt mittlerweile auch Vergleichsdaten, weil der Bernhard Hemmelsberg hat vorher auch internationalen Vergleich erwähnt. Wir haben dasselbe jetzt auch mit irischen Direktorinnen und Direktoren. Das heißt, es wird ja mit der Zeit wird es ein richtig, richtig großes Datenset. Dann der nächste Schritt ist einfach, dieses Modell zu spezifizieren. Das bedeutet einfach, die Hypothesen irgendwie abzubilden auf eine technische Art und Weise. Und da kommt man oft auf dieses Problem, dass man jetzt eben nicht genau weiß, okay, wie ist das mit diesem Time-Lag? Also welches Modell ist quasi besser? Das sind oft so Unterscheidungen, die auf so einem Detail, so einer detaillierten Ebene sind, wo man meistens keine Theorien hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt beeinflusst XY. Das ist oft eine schwierige Frage eben. Deswegen, was man typischerweise macht, ist, man probiert verschiedene Varianten aus und schaut dann, was gut funktioniert. Ja? Also hier habe ich so drei Modelle abgebildet. Hier habe ich kurz nur suchen müssen, deswegen bin ich kurz ins Stocken gekommen, wo eigentlich der Unterschied zwischen Modell 2 und 3 ist. Es ist nur dieser eine Pfeil hier, ja, wo wir quasi diesen Zusammenhang von Stress zu Burnout noch drinnen haben, zum selben Zeitpunkt. Ja. Und diese Indikatoren, die wir hier unten sehen, die auch so eben direkt aus dem Artikel sind, also das brauchst du jetzt absolut nicht verstehen, ja, das sind einfach nur Indikatoren, inwiefern passen die Daten, die wir erhoben haben, zu unserem spezifizierten Modell. Ja, und da gibt es einfach so ein paar Indikatoren, vor allem zum Beispiel schauen wir uns diese Zeile her an, CFI, Comparative Fit Index. Je höher dieser Wert ist, desto besser. Ja, sollte über 0,9 sein zum Beispiel, das ist hier bei allen Modellen erfüllt, aber hier 0,95 ist halt noch ein bisschen besser als 0,94 zum Beispiel. Ja, und so sind wir dann zum Schluss gekommen, okay, dieses Modell 3 bildet, also das bildet einfach unsere Daten am besten ab. Und dann komme ich hier wirklich nur sehr kurz auf die Ergebnisse, weil das inhaltlich jetzt ja hier nicht so im Fokus ist. Bezüglich H1, das war, glaube ich, der Effekt von Social Support zu Stress, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Da haben wir sehr gemischte Ergebnisse gehabt. Also je nach Art von Social Support gab es ein unterschiedliches Ergebnis, ein anderes Ergebnis für Stress. Also manchmal hat es sich positiv ausgewirkt, manchmal negativ. H2 war dann dieser Effekt zwar quasi zwischen Stress und Burnout. Das ist grundsätzlich ein Effekt, der sehr gut beschrieben ist schon in der Literatur. Der wurde hier auch bestätigt. Also das ist jetzt nicht wirklich was Neues gewesen.
Und dann haben wir über diese drei, beschreiben wir sie, die indirekten Effekte. Ja, also Mediation, hier noch als Fachwort, das ich noch reinwerfe. Also wenn jetzt X nicht einen direkten Effekt auf Y hat, sondern über eine andere Variable vorher geht. Ja, also zum Beispiel Motivation hat nicht einen direkten Effekt auf das Abschneiden bei der Prüfung, sondern Motivation führt dazu, dass ich öfter in die Vorlesung komme und dadurch vielleicht was mitnehme, was für die Prüfung hilfreich ist. Ja, das wäre so ein Mediationsmodell. Und da haben wir zum Beispiel gefunden, dass dieser Support von Community einen negativen Effekt hat auf Burnout. Das heißt also, dass je mehr Support ich habe, es sollte eigentlich, das haben wir glaube ich falsch formuliert, es war eigentlich ein positiver Effekt, glaube ich. Also Burnout wurde erhöht durch Social Support, ja. Was halt gegen die ursprüngliche Annahme war, also ein überraschendes Ergebnis, könnte man sagen. Und wir haben das dann, das macht man meistens so in der quantitativen Forschung, dass man dann einfach ein bisschen weiter überlegt, was könnte das erklären, ja, und daraus probiert, neue Hypothesen zu entwickeln. Und wir haben uns halt überlegt, das könnte ja einfach sein, dadurch, dass sich die Community, ja, das könnten jetzt zum Beispiel Eltern sein, dass sich die mehr einbinden, das ist zwar grundsätzlich Support, ja, ich kriege zum Beispiel neue Ideen herangetragen und so weiter, aber gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen ein Austausch. Ja, wenn mir jemand eine Idee gibt, einen Vorschlag, was ich tun könnte, kommt damit ja auch ein bisschen eine Verpflichtung mit, was ich tun soll. Ja. Und das heißt, je mehr Support hier kommt, könnte es eben auch als ein Überladen werden von zusätzlichen Regeln, von zusätzlichen Vorgaben interpretiert werden und zu Burnout führen. Ja? Also es ist aber keine bestätigte Hypothese, das ist wirklich nur eine Erklärung, wie es sein könnte. Und das müsste einfach weitere Forschung dann testen. So jetzt im Vergleich zu anderen Forschungen, die es in diesem Feld gibt, kann ich sagen, dass grundsätzlich so die großen Effekte, wie zum Beispiel zwischen Stress und Burnout, die wurden bestätigt. Die Mediation habe ich schon kurz erwähnt, das ist ein interessantes Modell, ein Mediationsmodell, um solche Mechanismen zu erklären. Ja, also warum gibt es da einen Effekt? Ja, über welche Variable funktioniert das? Ja, wie ist da sind die Wirkungszusammenhänge? Man kann eben dadurch durchaus auch neue Hypothesen entwickeln, nämlich dann, wenn ein überraschendes Ergebnis passiert, dann muss ich mir überlegen, okay, wie passt das jetzt mit dem, was ich aus der vorhergehenden Literatur schon weiß, zusammen? Und was eben auch ganz gut funktioniert ist, vor allem mit diesen quantitativen Daten, ich kann sehr gut eine Replikationsstudie machen in einem komplett anderen Feld. Ja, wie wir es jetzt eben in Irland machen, dann machen wir einfach genau dasselbe nochmal und können dann die australischen und die irischen Daten miteinander vergleichen und haben hier so zusätzlich noch einen Mehrwert geliefert. Ja. Mehr wollte ich dazu noch nicht sagen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Das war jetzt eine ganz andere Art von Vortrag, eine ganz andere Art von Projekt, das ich dir vorgestellt habe, was, glaube ich, auch diese Ringvorlesung auszeichnen wird. Ja, bitte. Genau 50% was? Also, ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das abgefragt wurde. Ja, also was du ansprichst, ist ja eigentlich der Kontext hier. Also diese Alkoholikerquote, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine sehr hohe zweistellige Zahl. Ich glaube, es war nahe 50% eben. Wir haben das dann in der Umfrage, im eigentlichen Panel, war das kein Thema. Ja? Es war eher, also deswegen habe ich es hier erwähnt, einfach dieses praktische Problem, das eigentlich am Anfang der Studie stand. Ja, also wo dann quasi auch politisch ein Interesse da war, hey, wir müssen was tun, weil sonst ja, das Schulsystem eigentlich gefährdet ist. Ja? Ja, das stimmt natürlich, genau. Also wenn es diese Variable, also was ich hier jetzt vorgestellt habe, ist wirklich nur ein kleiner Teil der Daten. Also es ist eigentlich ein riesiger Fragebogen, wo durchaus solche Kontrollen auch drin sind. Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ja. Also was man natürlich immer aufpassen muss, ist, weil hier jetzt auch schon so schön grundgesamtet hier so hervorgehoben steht, ja, dass es nicht irgendwelche systematischen Verzerrungen gibt. Ja. Also gerade wenn wir jetzt hier im statistischen Bereich sind, dass wenn wir diesen Rückschluss machen wollen von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit, dass da einfach nicht durch das Stichprobenverfahren, ja, durch das Auswählen bestimmter Personen, dass da eben keine Verzerrung mit reingebracht wird. Ja. Das ist ein gutes Stichwort.
Also die Frage war, was zählt zu Social Support? Und die genaue Fragen könnt ihr eigentlich sogar nachvollziehen, wenn ihr in den Artikel schaut und in den Methodenteil scrollt, da seht ihr, welche Instrumente wurden verwendet, um Social Support zu messen. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, aber weil ich einfach selbst, ich habe selbst viele Umfragestudien gemacht zum Thema Social Support, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, dass ich da nichts verwechsel oder so, aber es geht einfach darum, inwiefern fühlst du dich unterstützt von Kolleginnen zum Beispiel, inwiefern, wenn du Fragen hast, hast du eine Person, an die du dich wenden kannst und so. Also in diese Richtung geht es einfach, ja. So, schon arbeitsbezogen, würde ich sagen, ja. Und ja, kann ich einfach unterstützen, deine Arbeit gut zu machen. Ja. Und Community wäre dann eben das zweite Feld, also auch, das war wirklich sehr breit, also ich auch, wie inwiefern bist du unterstützt von Politik zum Beispiel oder eben Elternarbeit wäre ein Punkt. Genau, also die Frage ist, warum sich Social Support nicht positiv ausgewirkt hat auf Bernhard? Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Also einfach durch die, weil Support eben mit gewissen Verpflichtungen auch einhergehen kann und wenn diese Verpflichtungen quasi nicht homogen sind, sondern eben auch durchaus vielleicht in verschiedene Richtungen gehen, ja, wenn ich Ratschläge bekomme, die in unterschiedliche Richtungen zeigen, kann das natürlich eben den Stress erhöhen. Ist das Argument? Ja. Genau, ja.